Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt heute einiges zu tun, wie immer im Grunde genommen. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen noch craften, denn wir haben beim letzten Mal oder vorletzten Mal ja schon gecheckt. Die Temperaturen, die sie so aushalten, sehen ganz gut aus nach unten hin. Nur hier der Xander, der ist auf minus 3, der craftet sich aber gerade selbst einen wunderbaren Wintermantel. Schön. So, danach dürfte dann letzten Endes auch jeder hier ganz gut ausgestattet sein. Minus 8 ist jetzt noch nicht so der Hit, aber sollte wohl passen. Ich glaube, die haben auch noch... Doch, der hat schon. Sie hat aber noch nicht. Also sie könnte sich theoretisch hier auch nochmal eben die Samantha, die könnte sich noch im Furcap auf den Kopf setzen, sodass sie dann auch wieder ein bisschen... Ach, die haben alle schon... Er hat noch keinen Speer. Sodass sie dann eben auch wieder noch ein bisschen mehr Kälte aushält. So. Genau, ja, also das sieht dann ganz gut aus. Das werden wir dann einfach mal hier fröhlich craften lassen. Aber wir werden nochmal an die Verteidigungsanlage rangehen. Und zwar haben wir ja hier das Problem aktuell noch, dass wir hier überall so, ne, Flecken haben, wo die Geschütze nicht rankommen. Also wirklich sogar jede Menge, ne? Und ich denke, es macht mehr Sinn, wenn wir die dann links und rechts hier platzieren. Allerdings haben wir dann wieder ein Reichweitenproblem. Sprich, wir sehen ja jetzt hier gerade den grünen Kreis. Das Ding kommt ja jetzt momentan, das Teil kommt bis hier hin, ne? Wenn wir das jetzt hier hinsetzen, dann geht es ja noch ein Stückchen weiter raus. Das ist halt schlecht, wenn die Aliens bereits hier angegriffen werden. Also wenn das Geschütz schon hier angreift, dann kann es gut sein, dass sie doch hier die Zäune angreifen und nicht den Weg hier außen rum nehmen. Also müssen wir da mal ein bisschen vorsorgen. Zum einen würde ich einmal hier an der Stelle, würde ich auch nochmal ein bisschen vergrößern. Von hier bis, lass mich mal überlegen. Lassen wir das hoch? Ja, wir nehmen tatsächlich hier hohe Welle. Bis hier? Ja, genau. Dann kommen hier ein paar Geschütze hin. Und sobald sie eben hier beim niedrigen Teil langlaufen, müssten sie eigentlich auch beschossen werden. Spätestens dann hier. Und dann können sie von hier aus, können sie ja wunderbar, ne, in alle Richtungen ballern. Platzieren wir die auch so, dass die hier genau auf der Höhe der Zäune sind, sodass sie links und rechts dran vorbeischießen können. Also müsste das unproblematisch sein. Müssen wir mal gucken. Hier allerdings müssen wir dann die Felder wegnehmen. Aber wir haben eh keine Probleme. Wobei, Stickies, 505 haben wir da. Nehmen wir mal hier, warte mal. Didgeridoo. Hatten wir nicht schon ein Didgeridoo? Moment. Habe ich noch kein Didgeridoo gebaut? Sag mal. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Siehst du? Wieder was entdeckt. Hier. Wo war denn das? Was suche ich überhaupt gerade? Achso. hier doch. Nee, Camp, nein. Production. Chopping Block. Den haben wir noch nicht, wenn ich das richtig sehe. Den können wir mal hier hinsetzen. So für den Notfall. Wenn wir zu wenig Sticks haben, dann werden da eben ein paar produziert. So, beim letzten Mal haben wir hier die Reihenfolge recht schlau geändert. So, dass hier immer Animal Fats hergestellt werden. Aggressive Animals 23, fliegende. Und sie sind direkt um die Ecke. Gut, aber wir haben ja hier unsere... Wir haben hier unsere Geschütze. Wie weit kommst du? Bis da. Wir könnten also ein bisschen ausdünnen. Jetzt tagsüber, denn wir haben echt ein Energieproblem. Wir müssen... Mehr Energie brauchen wir. Und dann arbeiten wir hier auf jeden Fall auch mit einem Bewegungsmelder. Damit die immer nur anspringen... Wenn der Bewegungsmelder anspringt, hier Motion Sensor. Funktioniert der eigentlich immer? Auch so eine Frage, ne?
Ach so, aber warte mal, wir können ja über den Bewegungsmelder können wir das doch auch regeln. Ne, also die grünen Kreise, die schießen dann ja eh nur, wenn sich was bewegt. Nur dann springen sie an. Ja. Setzen wir definitiv ja auch noch einen Bewegungsmelder hin. Jetzt werden wir aber erstmal den guten Ken und die gute Rita. Aber nur die guten, die werden wir mal eben mitnehmen hier. Kommt mal her. Wir können die mal eben hier so ein bisschen reinziehen. Bis wohin müssen wir die denn ziehen, die Insekten? Bis hier, okay. Rita, Ken, kommt mal her. Jetzt schießt mal kurz da auf ein oder zwei Insekten und hoffen wir mal, dass die ein Stückchen hierher kommen. Noch ein Stückchen. So. Noch ein Stück. Ah, Mist. Die hauen wieder ab. Ah, ich habe gehofft, wir könnten die herpullen. Das geht aber wohl nicht. Das geht wohl nicht. Hm. Greift man das hier an? Das Viech. So. Das sieht schon besser aus. Jetzt müssen wir euch natürlich erstmal wieder zurückziehen. Möglichst schnell, ich hoffe mal. Sie kommen uns jetzt ein Stückchen weiter hinterher. Okay, eins haben wir weggeschossen, Nummer zwei haben wir auch weggeschossen. Das kriegen wir auch ohne Geschütz. Das kriegen wir ohne Geschütz hin. Aber die sind nicht so blöd, die Viecher, ne? Muss man halt sagen. Ja, 13 noch, easy. Gar kein Problem, gar kein Problem. Immer werden wir unterbrochen, ne? Wirklich schlimm. Oh. Verfehlen ist nicht so der Plan hier, Freunde. Jo. Na gut, und hier noch, würde ich sagen, ne? Ja. Easy peasy. Easy peasy. Gar kein Problem. So, dann können wir euch auch schon wieder andraften. Ihr awaitet dann ein bisschen Treatment. Ich glaube, der da vorne gehört noch mit dazu, ne? Ja, oder kommt dann gleich vorbei und wird vom Laser weggehauen. Das ist gut, das passt schon. Das passt schon. Euch sammeln wir auch direkt mal ein. Flying Insects. Ah, die müssen wir auch noch analysen. Warte mal. Observen. So. Einfach um den Namen auch mal zu kennen. Ist ja unhöflich sonst, ne? Hier einfach irgendwelche Insekten zu töten, ohne den Namen zu kennen. So, das ist hier nicht ganz die Mitte, ne? Aber ist, glaube ich, auch nicht so wild. Sollte passen. So, hier nochmal ein paar Defenses hin. Von hier bis nach da. Zack. Gut. Wie gesagt, Bewegungsmelder wäre noch ganz gut. Den könnten wir uns vielleicht hier auch in die Mitte stellen. Müssen wir nur sehen, dass wir nicht zu viel blocken. Ja, wir werden das auch ein bisschen anders machen. Wir werden die Teile werden wir hier außen platzieren. Für den Saft, für den Strom und da drüben auch. Dann blocken die nämlich nicht mehr die Sicht unserer Turrets. Hier haben wir ja momentan das Problem. An der Stelle hier zum Beispiel. Das macht natürlich wenig Sinn, das hier mitten ins Blickfeld reinzustellen, ne? Ja, ich denke mal, das werden wir einigermaßen hinbekommen. Ansonsten bleibe ich hier bei dieser Zickzack-Route. Das sollte ganz gut funktionieren. Ken is ill. So, jetzt kommt das eine letzte Insekt kommt jetzt. Kommt unser Laser daran? Ha? Eigentlich ist es voll drin, ne? Er braucht nur so lange, sich umzudrehen. Schön. Ja, okay. Das andere Schatz.
voll aus dem Himmel geschossen. Herrlich. Gut. Sehr schön. So, ja, wir sehen ganz eindeutig zu wenig Energie. Ah, Xander hat einen Common Cold. Bin ich jetzt nicht der Fan von, aber das wird schon unproblematisch sein. Gut. Gut. Ken geht butschern. Wir brauchen, wie gesagt, mehr Energie. Ich hatte erst gedacht, dass wir vielleicht sogar genug Energie haben, wenn wir... Also, dass wir genug Energie produzieren tagsüber, aber die werden ja nicht mehr tagsüber voll. Also müssen wir definitiv mehr Energie produzieren. Heißt, 1, 2. Setzen wir nochmal 4 Solarpaneele hier dazu. Wir dürfen aber nicht zu viel bauen. Das Problem ist, dass die Dinger ständig kaputt gehen, dieser ganze Kram. Ganz Elektrokram geht ständig kaputt und dafür brauchen wir dann massig von den Electronics, von denen man eigentlich immer zu wenig hat. Immer. Hier ist eine Tür drin, das ist gut. Hier müssen wir dann allerdings aufmachen. Denn die Insekten sollen ja einen Weg zu uns haben. Sonst fangen die nämlich auch an, die Zäune hier zu zerstören. Ups. So, wobei die Türme könnten wir fast da lassen, ne? Nee, wir reißen es auch erstmal ab. Wir reißen erstmal alles ab und gucken dann weiter. Das kann weg, das kann auch weg. Das hier kann weg. Und das hier auch. Gut. Dann haben sie nämlich hier die Möglichkeit, zu uns rumzukommen. Die Insekten müssten eigentlich hier so lang laufen. Und dann zack. Hier in die Richtung. Und jetzt. Samantha macht hier. Gecraftet wird ja im Großen und Ganzen, ne? Ja. Sehr schön gecraftet wird. Können wir noch was researchen? Battery Optimization, das ist ganz gut. Und hier Insect Fats ist sehr, sehr gut. Ja, diese Generatoren, die nehmen wir auch mit. Ja gut, habe ich schon ganz gut entschieden, was wir da beim letzten Mal so als Erforschung fokussiert haben. CPU Assembly. Advanced Research Desk. Ich bleibe mal bei dem. Verbraucht ja alles Energie. Electric Smelting lassen wir auch mal erstmal weg. Bevor wir weitere elektronische Devices einsetzen, würde ich sagen, wir bemühen uns ein bisschen darum. Nehmen wir die Power Cell mit rein. Wir bemühen uns ein bisschen darum, mehr Energie zu produzieren und zu speichern. Das bringt uns nämlich auch das... Die ganzen fortschrittlichen Gerätschaften bringen uns nichts, wenn sie keinen Saft haben, ne? Naja, so, okay. Hier wird gecraftet. Das sieht wirklich nicht gut aus, ne? Ja, wir könnten auch erstmal mit einem Schalter arbeiten. Wir arbeiten jetzt erstmal mit einem Schalter. Ah, Fur Coat zum ersten Mal hergestellt. Sehr schön. Mal gucken, wer sich das anzieht. Wir werden mal hier einen Power Switch. Setzen wir uns hier mal irgendwo in die Bude. Wo ist denn Platz? Hier ist Platz. Zack. Einmal den Power Switch hier hin. Und dann setzen wir die Jungs hier alle auf ein Control Circuit. Genauso das Licht. Und dann nur bei Bedarf machen wir die Jungs an. Wir werden später auch noch mit einem Bewegungsmelder, arbeiten. Aber jetzt erstmal ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn wir da einfach den Schalter nehmen. So. Gut. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt ist gerade Nacht. Stellen wir die Geschwindigkeit mal ein bisschen nach oben. Holz haben wir nur noch 569. Wir hatten mal über 2000, glaube ich sogar, ne? Tja, ich hatte gedacht, dass unsere Farmen hier ausreichen. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen getäuscht. Weil eigentlich, solange wir nicht immer weiter die Base vergrößern, dürften wir eigentlich so viel Holz gar nicht verbrauchen. Das ist gut. Xander ist fröhlich am Craften. Er holt uns ein bisschen hier die guten Sachen ran. Minus 8, minus 15, minus 8, minus 18, minus 3. Ja gut, aber das machen sie eigentlich so von alleine. Wenn es draußen zu kalt ist,
Wenn draußen zu kalt ist, dann ziehen sie sich wärmere Klamotten an. Insofern sollte das eigentlich gehen. So, Hummingfly haben wir jetzt auch entdeckt. So heißen die Viecher hier. So, die butschern wir mal alle. Wie viel Platz haben wir noch hier? Ja, ausreichend. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann können wir nämlich, sobald wir hier... Dauert zwar noch ein bisschen, aber sobald wir... die Insektfets entdeckt haben, können wir dann... Einer passt hier nur noch rein, ne? Ja. Können wir dann direkt mal Insekten zerpressen. Zu Matsch. Herrlich. Toll. Wir töten sie nicht nur, sondern wir zerdrücken sie auch noch zu Fett. Gut, Samantha ist hier ordentlich am Ackern. Das ist gut. Hier ist momentan offen, ne? Das ist vielleicht nicht ganz so gut, aber was soll's. Sie kriegt das ja jetzt hier gleich fertig. Und danach kannst du dann einmal schnell den Schalter fertig machen. Aber ich denke, die Priorisierung, die sie hier vorantreibt, ist, glaube ich, ganz gut. Erstmal die Base dicht machen. Dachte ich. Ah doch, hier fehlt noch ein Baumstamm, fehlt hier noch hier. Da liegt auch Holz rum. Holz. Fleisch liegt hier rum. Müsste eigentlich eingesammelt werden, aber von wem? Wo ist es runtergekommen? Ach, direkt nebenan. Wie gut ist das denn? Sehr praktisch. Sehr, sehr, sehr praktisch. Kann Ken wieder ordentlich was mitnehmen. Aber der hat hier oben noch mit den Insekten ein bisschen was zu tun. Samantha Construction 10. Okay, die ist auch komplett durch jetzt. Sehr schön. Sehr schön. So, wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass die drei tagsüber komplett voll werden. Wenn die komplett voll werden, dann bauen wir eine weitere Batterie. Vorher macht das halt wenig Sinn. Wir brauchen nicht mehr Batterien, wenn wir nicht mal die vorhandenen voll kriegen. So, dann müssen wir demnächst mal testen, wie es aussieht, wenn hier weitere Insekten kommen. Ich würde hier auch nochmal einen rausbauen, damit sie so, damit die Insekten hier so lang laufen. Die laufen ja nicht hier unten in der Mitte lang, sondern die laufen immer hier an der Kante lang. Und hier hinten machen wir genau das gleiche. Wenn wir mal kurz hier ein paar Distanzen schaffen, damit der Laser nicht schon hier anfängt zu schießen. So, Momentchen mal. Puls. In etwa hier. Und auf der anderen Seite ganz genauso. So. Kurz mal geräuspert. Zack. Hier machen wir das auch. Hätte auch einfach Shift drücken können, ne? Wie ein Anfänger. So weit als hier geht jetzt nicht. Dann hoffen wir einfach mal, dass die hier erstmal nicht so wirklich erwischt werden. Aber wird schon. So, haben wir den Schalter haben wir auch noch nicht fertig, ne? Den Schalter macht sie zu allerletzt. Brauchen wir einmal Electronics noch. Beta Research, Jumaya kocht oder guckt. So rum. Vielleicht kocht er auch, aber das ist eigentlich nur nachts, wenn er neben Ken liegt. Ja. Tun sie tatsächlich noch. Da sind beide noch verheiratet. Ach hier, warte, wir wollten ja mal gucken, was passiert, wenn wir uns so einen Wedding Arch hier hinbauen. Hier draußen. Machen wir das einfach mal. Ach toll. Ganze schöne lila Gewächs. Da bin ich nämlich sehr gespannt drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf, was hier passiert, ob die zwei dann heiraten. Da gucken wir uns beim nächsten Mal an. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal die erste Heirat. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank für eure Zeit. Tschüssi. A bold bang. The wind carried the sound of a loud bang from the distance. What might it be? Auch das finden wir beim nächsten Mal heraus.
jetzt aber wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.